Hi Leute und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Julia und willkommen auf Julies Welt. Ich habe für euch heute ein Rossmann, ein DM, ein bisschen was vom TK Maxx und ein bisschen was von The Body Shop. Ich habe das alles jetzt in einem Video getan, weil es immer Kleinigkeiten sind und ich wünsche euch bei dem Video ganz, ganz viel Spaß. Ich fange mit TK Maxx an und zwar habe ich jetzt zwei Cremes mitgenommen. Die sind allerdings nicht für mich. Die verschenke ich. Das sind einmal von Arad Natural Beauty. Das ist eine Tages- und eine Nachtcreme, genau mit Kokosnuss. Und ich bin super gespannt. Preis habe ich natürlich abgemacht, aber der Preis war je 7,99 Euro und reduziert, könnt ihr euch vorstellen. Weil ich weiß nicht, ob derjenige, den ich das schenken will, zuguckt. Deswegen, ja, einmal die zwei Sachen. Dann habe ich super, super tolle Handseifen. Einmal, das ist mit Granatapfel von Coquery von Paris. Das sieht einmal so aus, richtig schön sieht die Aufmachung aus. Und ja, hat vorher 8,50 € gekostet und habe ich, glaube ich, 2 Euro bezahlt oder so. Genau, und dann habe ich hier noch eine Handseife. Das ist mit Lemon und Verbena. Das riecht richtig, richtig frisch. Ja. Richtig, richtig gut und sind 550 Milliliter drin und ja, sieht so aus. Ich bin gespannt. Von The Body Shop fange ich weiter an. Also das war es jetzt mit TK Maxx und mit The Body Shop geht es weiter. Da habe ich einmal so Pröbchen, das ist das Rose und Kokonuss. Schauergel, genau, sieht einmal so aus, richtig hübsch. Beide duften wirklich, wirklich sehr, sehr schön und gut. Ich freue mich, die zu benutzen. Dann einmal die zwei Body Butter, einmal in Rose und einmal in Shea Butter. Sehen einmal so aus, genau, das sind 50 Milliliter drin. Und ja, Rose habe ich schon benutzt und ihr wisst, ich bin Rosenfan. Ich dachte erst, es wäre Kokosnuss, aber es ist Shea Butter und es sieht einmal so aus und ja. Ich finde es wirklich gut und ja, wenn euch die Preise interessieren, kann ich die euch gerne unten in die Infobox stecken oder ihr könnt mir gerne eine Nachricht schreiben. Genau. Einmal die zwei. Das wäre es aber auch schon wieder mit The Body Shop. Ich habe noch zwei Geschenksets, die zeige ich euch nicht, weil derjenige mir zuguckt, glaube ich. Und ja, deswegen zeige ich die euch nicht, aber es sind so ähnliche und ja, bin ich gespannt, ob das denen gefällt. Dann geht's weiter. Dann gab es bei DM so süße, süße Figürchen in verschiedenen Formen und Farben. Habe ich mich einmal für die entschieden. Das ist das Lavendelkind. Genau. Richtig goldig. Das ist einmal zum Verschenken. Dann habe ich hier das Parfum Deodorant. Das ist das Pink Blossom. Soll ja riechen wie La Vie Belle. Weiß jetzt jeder, glaube ich. Und ja, bin ich gespannt. Dann das Green Life von La Rive. Soll nach La Vie Belle riechen, nach dem Parfum. Bin ich gespannt. Dann geht's weiter. Dann habe ich zwei neue Doves Peeling mitgenommen. Es ist einmal die zwei hier. Ich liebe Peeling, wie ihr wisst. Und ja, ich musste die auf jeden Fall mitnehmen. Die habe ich, glaube ich, beim Rossmann geholt. Ja, Duft ist mega und ja, wirklich eine tolle Sache. Dann bleiben wir bei Rossmann. Da gibt es ein neues Duschgel. Ich muss natürlich haben. Ich habe ja nicht genug, kleiner Junkie. Duftet nach unvergesslichen Momenten. Also nach was soll das riechen? Nach unvergesslichen Momenten. Da bin ich mal gespannt. Ja, es riecht sehr nach dem... Berry Love, finde ich. Ihr könnt mir das gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, wenn ihr das schon getestet habt. Und würde mich mega, mega interessieren. Dann gab es bei Rossmann auch eine Aktion, 20% auf Froschprodukte. Da habe ich natürlich zugeschlagen, wie ihr wisst. Ich liebe das Spiritus. Und Glas rein. Und da mussten natürlich ein paar Sachen mit. Eine dritte Flasche habe ich auch noch gekauft. Und das war natürlich ein Must-Have für mich.
Dann geht's weiter. Dann muss natürlich auch wieder eine Cremeseife mit. Das ist die Summer Night Cremeseife. Und die duftet wirklich gut. Duftet wie das Duschgel. Gibt es ja auch ein Duschgel von. Bin ich gespannt. Dann kam auch wieder ein Spülmaschinenhygienereiniger mit. Der kommt alle Monate mal mit. Dann habe ich zwei Waschlappen mitgenommen. Ich verbrauche ja im Monat eine komplette Packung fürs Gesicht oder mal, wenn es schnell gehen muss. Ja, genau, einmal die zwei für 99 Cent. Jo. Das wäre es heute mit Osman. Ich habe gesagt, es sind nur ganz, ganz kleine Sachen. Ich gehe direkt weiter beim DM. Da gibt es momentan Cashback. Persil, das sind die Sensitive, diese Disc, die könnt ihr gratis testen. Ihr hattet die Chance gehabt, bis zum 30.06. das zu kaufen. Und ihr habt aber noch Zeit, bis zum 15.07. den Bon hochzuladen und euer Geld zurückzubekommen. Genau, die sehen einmal so aus und ja, sind durchsichtig. Ja, riechen sehr neutral, also sensitive halt, ne? Und ja, bin ich gespannt, wie die sind. Wenn ihr wollt, berichte ich euch bei meinem Aufgebraucht. Dann geht's weiter bei Balea. Ich habe jetzt ein Antitranspirant. Wie ihr wisst, ich liebe das von Rexona. Ich bin da voll der Fan von. Aber ich habe jetzt einmal das von Balea mitgenommen und ich muss sagen, ich habe das schon getestet. Es ist wirklich gut. Es schützt jetzt nicht so krass wie das Rexona, aber es ist in Ordnung. Dann kamen zwei Haarkuren mit. Einmal Apfelblüte und Kirschblüte. Wenn ich in den Urlaub fahre, nehme ich die gerne mit. Ich fahre nämlich in meiner Heimat. Genaueres werdet ihr in meinem Vlog sehen. Ich tue für euch dort vloggen. Es geht raus aus Deutschland. Genau, das wollte ich dazu sagen. Ja, wie gesagt, zwei Haarkuren finde ich gut und habe ja auch die Kokos und die Arganöl. Die finde ich wirklich gut. Dann ganz, ganz neu beim DM gibt es verschiedene Augenpads. Ich habe mich für diese Koffein Power entschieden. Die sind vegan und ich bin gespannt, wie die sind. Gibt es die Hanf und Gold und Rosa, glaube ich. Und ich habe mich für die Schwarze entschieden. Ich berichte euch in meinem Live-Test. Und ja, dann gibt es auch von Balea Augenpads mit Kaktuswasser und Hyaluron. Ich bin wirklich gespannt, wie die sind. Da kann ich euch auch gerne einen Live-Test dazu drehen. Dann gibt es auch ganz neu von Iuti diese Beauty Boost Tuchmaske. Das ist diese goldene. Da gibt es noch eine andere Version. Ich weiß aber jetzt nicht im Kopf welche. Ich habe mich einmal für die entschieden. Kosten je 95 Cent. Und was ich Zufall entdeckt habe, es gibt sie wieder, Leute. Es gibt wieder die Kaktus Tuchmaske. Ich finde es mega. Ich bin wirklich, wirklich ein Fan von der gewesen. Und ich finde es super, dass die wieder neu im Sortiment ist. Die Rezeptur ist neu entwickelt und das Tuchmaterial biologisch abbaubar. Genau, sehen genauso aus wie die alten und ich liebe die. Ich bin absoluter Fan. Wenn ihr die seht, kauft ihr euch, weil der Hype um die Maske, der war echt enorm und ich vermute, dass es wieder so sein wird, dass die Maske nicht mehr erhältlich werden wird. Ja, genau, einmal die zwei und ich habe ja noch eine alte. Und ja, ich bin happy, dass ich die bekommen habe. Dann hat DM auch eine coole Aktion, 5 Euro Gutschein erhalten, wenn ihr folgende Produkte kauft. Ich kann euch gerne ein Bild hier einblenden. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Und zwar, ich habe mich für 4x Drano entschieden. Ich kann euch jetzt nicht mehr im Kopf genau sagen, was das Ding kostet. Ich denke mal 2 Euro. Das sind dann 8 Euro gewesen. Also 4 Stück von denen und die kann man immer gut gebrauchen, so ein Rohrreiniger. Geht bei uns weg wie warme Semmel. Und ja, habe mich jetzt für die entschieden. Da gibt es noch andere. Da macht noch 00 mit und WC frisch und die ganzen Sachen. Aber da habe ich noch genug von und habe mich aber für das Drano entschieden. Und im Endeffekt mit den Punkten, ihr kriegt ja noch Punkte auf Wasch- und Putzmittel. Da müsst ihr das in der App aktivieren. Oder bei euch in der Payback-App. Und am Ende zahle ich nur für eine Flasche 89 Cent. Das ist wirklich günstig. Und Rano, wie ihr wisst, ist wirklich gut. Sieht einmal so aus. Genau. Jo. Das war's mit meinem
Haul, mit meinem kurzen Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Und über einen Kommentar würde ich mich mega, mega freuen. Und natürlich über ein Abo, wenn du neu dazugeschaltet bist. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video.